Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Es sind neue Wunderwerke, die bald in die Umlaufbahn und darüber hinaus aufbrechen werden. Es ist eine neue Raketengeneration. Die Kolosse stellen dann mit ihrer Effizienz und Power alle bisherigen Trägersysteme locker in den Schatten. Es sind die Arbeitspferde der Zukunft. Machbarkeit im ganz großen Stil ist dabei das Zauberwort, das die Konstrukteure und Ingenieure beflügelt hat. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Sie heißen SLS, Falcon Heavy, Blue Origin, Ariane 6 oder Orion. Es sind Superraketen, konzipiert, um Sonden, Satelliten und Menschen zu ehrgeizigen Zielen zu bringen. Milliardäre und Raumfahrtnationen greifen gleichermaßen nach den Sternen. Ein Limit kennen sie dabei nicht. Nur die technische Leistungsfähigkeit der neuen Antriebe setzt ihnen die Grenzen. Noch. Die Raumfahrt ist so spannend wie seit Jahrzehnten nicht. Fest steht, eine aufregende, geschichteschreibende Weltraumepoche steht vor der Tür. In der Raumfahrt beginnt ein neues goldenes Zeitalter. Pioniergeist liegt in der Luft. Fast genauso wie in den 60er Jahren bei den Mondflügen. Was ist bisher passiert? Nun, nach den Mondflügen haben sich die Amerikaner gesagt, wir brauchen jetzt einen einfachen, schnellen Zugang zum Weltraum. Und deswegen haben sie das Shuttle entwickelt. Und mit dem haben wir dann auch die Raumstation gebaut. Aber mit der fliegen wir schon einige Jahrzehnte immer nur rund um die Erde. Und deswegen haben die Amerikaner vor kurzem gesagt, wir sind doch eigentlich Pioniere. Wir müssten wieder in die Tiefen des Weltraums fliegen. Und wir müssten den Weltraum kommerzialisieren. Und genau das wollen sie jetzt machen. Mit neuen Raketen. Und deswegen stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Aufbruch ins All. Mit Superraketen und neuen Raumschiffen wollen staatliche und private Raumfahrtunternehmen nun den Weltraum erobern. Keine Idee ist zu abwegig, kein Ziel zu vermessen. Die Technologie ist da, der Ehrgeiz auch. Und die Erfahrung. Auch Europa mischt mit. Dank der ESA wird eines der spannendsten Projekte der NASA nun Wirklichkeit. Die USA bauen mit Hilfe von Europa gemeinsam die Superschwerlastrakete SLS mit dem Raumschiff Orion. Es soll Menschen wieder zum Mond bringen und zum Mars. Bis die Raumfahrttechnologie die Menschheit an ein neues Limit bringt, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Die Tatsache, dass wir bei der SLS-Rakete das Service-Modul produzieren für die Orion-Kapsel, hat einen unglaublichen Wert. Das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch gar nicht gekannt worden. Als ich angefangen habe beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hatte ich ein Treffen mit dem NASA-Chef und habe gesagt, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und er hat gesagt, wir können alles zusammen machen, aber niemals auf dem kritischen Weg. Wir werden niemals akzeptieren, dass wir auf dem kritischen Weg von einem ausländischen Partner abhängig sind. Und dieses ist durchbrochen worden mit dem Service-Modul. Ohne uns fliegt SLS nicht. Das ist ein ganz großer Schritt und wir sind darüber natürlich froh, weil es uns eine ganz tolle Gelegenheit für die Zukunft gibt. In Bremen entsteht das Versorgungsteil und somit das Rückgrat der Orion-Raumkapsel. Alles, was der Shuttle-Nachfolger braucht, um den Erdorbit zu verlassen, wird hier gefertigt. Im Rheinraum des Bremer Airbus-Werks montieren Techniker rund um die Uhr das Servicemodul ISM. Es basiert auf dem Versorgungsfrachter ATV, der die Besatzungen der ISS regelmäßig versorgt hat. Streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit unterziehen Spezialisten in Houston im NASA-Trainingszentrum, dem Johnson Space Center, währenddessen die Raumkapsel letzten Belastungstests. In einem gigantischen Tauchbecken, in dem Astronauten normalerweise Außeneinsätze an der Raumstation üben,
kommt die neue Raumschiffgeneration per Kran angeschwebt. Hinter uns sehen wir die Orion-Kapsel. Die Orion-Kapsel ist die neue Entwicklung der NASA. Mit dieser Kapsel wollen wir Richtung Mond fliegen oder vielleicht sogar über den Mond hinaus. Diese Kapsel soll ab 2019 erst einmal unbemannt Richtung Mond fliegen, ab 2022, 2023 hoffentlich dann schon die allerersten Astronauten in dieser Kapsel Richtung Mond aufbrechen. Und nach ihrer Rückkehr im Meer niedergehen. Ganz so wie die ersten Kapseln der NASA in den 1960er Jahren. Denn im Gegensatz zum Shuttle kann die Orion ihr Landeziel nur begrenzt ansteuern. Nach dem korrekten, vorberechneten Eintrittswinkel in die Erdatmosphäre stürzt sie dann in den Pazifik. Eigentlich einfach, aber die letzten Bergungen liegen mehr als 4 Jahrzehnte zurück. Alles muss wieder neu einstudiert werden. Vom Erreichen der Kapsel, dem Bergen der Astronauten und dem Abtransportieren des Raumschiffs zurück an Land. Bei der NASA in Houston ist der Stolz spürbar, der nun um sich greift. Nach dem Ende des Shuttle-Programms beginnt endlich eine neue Zeitrechnung für die Mitarbeiter. Der erste Flug wird die Crew um den Mond herumbringen. Zum ersten Mal seit dem Apollo-Programm. Ganz ähnlich wie bei der Apollo 8-Mission. In der Kapsel des Orion-Raumschiffs, dem Crew-Modul, haben bis zu 4 Personen Platz. Das Crew-Modul ist nicht nur für Flüge zum Mond und Mars, sondern auch für die Landung auf Asteroiden konzipiert. Hier wird die Crew für 21 Tage zusammen sein und sich aufhalten. Die Verpflegung ist in Staubehältern untergebracht. Weiter unten sind die Müllbehälter und die Toilette. Längst sind die Besatzungen nominiert. Auf sie warten fantastische Ziele. Erstmals werden sie in die Weiten unseres Planetensystems vorstoßen. Wo stehen denn gerade die großen Raumfahrtnationen Russland, China, Europa und die USA beim Bau ihrer neuen Raketen? Beginnen wir mal bei der USA. Da entwickelt die NASA gerade ihre neue Mond- und Marsrakete, die nennen sie ja SLS, zusammen mit der Kapsel obendrauf, die heißt Orion. Und dann gibt es die beiden kommerziellen Unternehmen von Elon Musk. Diese Firma nennt sich SpaceX und baut die große Falcon Heavy und dazu die Dragon-Kapsel oder ein kleines Raumschiff. Und das hat sie ja schon bereits erfolgreich getestet. Und dann gibt es noch den Jeff Bezos und der baut gerade seine neue New Glenn, eine Rakete, die auch in den Weltraum fliegen soll. Und die Europäer? Nun, die basteln gerade an ihrer neuen Rakete. Die nennt sich Ariane 6, ist aber noch nicht so weit und wird demnächst fliegen. Und dann haben wir noch die Russen. Auch die bauen eine neue Rakete. Die nennt sich Angara. Ist so eine Art Baukastenprinzip, also der Nachfolger von der Sojus- und Proton-Rakete. Ja, und dann haben wir noch die Chinesen. Auch die bauen neue Raketen und zwar neue Variationen von ihrem Langen Marsch. Also ganz neue Raketen, aber bis die alle zuverlässig funktionieren, das wird noch einige Jahre dauern. Die private Falcon 9 des US-Milliardärs Elon Musk setzt mit den wiederverwendbaren Triebwerken der ersten Stufe neue Maßstäbe. Bisher bringen die Antriebe nur die unbemannten Dragon-Nachschubkapseln zur Raumstation. Aber das ist erst der Anfang. Die Dragon soll später auch Astronauten zur ISS und noch viel weiter transportieren. Den Grundstein für alle SpaceX-Visionen hat dazu die Falcon 9 gelegt. Ihre orbitalen Bodendienste mit spektakulären Landungen ausgeglühter Antriebe funktionieren. Sie haben sich bereits bewährt. Sogar auf einer Plattform im Meer klappt die Rückkehr. Die neue Art, Raketen zu verwenden, soll nun auch für bemannte Flüge gelten. Der Falcon 9-Nachfolger, die Falcon Heavy, soll die Dragon-Raumschiffe bis zum Mond und zurückbringen. Allerdings wurde die ursprünglich geplante Landung der Kapsel mit Stützbeinen wieder verworfen. Die Kosten der Falcon 9-Rakete, welche eine ziemlich große Rakete ist, ist mit fast 800 Tonnen Schub die billigste Rakete der Welt. Und die kostet zurzeit 60 Millionen Dollar. Benzin und Sauerstoff verschlingen nur 200.000 Dollar.
Ernsthaft, wenn wir die Rakete 1000 Mal einsetzen, betragen die Hauptkosten für den Start nur $50.000. Eine gewagte Prognose. Think big, das ist die Rechnung von Elon Musk. Dafür setzt er auch auf große Raumschiffe. Seine geplante Big Falcon Rocket soll jeweils mehr als 100 Menschen zum roten Planeten bringen. Dank recycelter Antriebe ließen sich so laut Musk die Kosten pro Mars-Passagier auf $140.000 drücken. Doch das sind vorerst reine Zukunftsvisionen. Wenn man heutzutage einen Fernsehsatelliten ins All schießen will, dann kann man zum Beispiel bei Arianespace, das ist ein europäisches Unternehmen, anklopfen und sagen, wie teuer ist ein Schuss bei euch mit der Ariane 5? Und die wird antworten, das kostet so ziemlich genau 120 Millionen Euro. Übrigens, Flüge mit dem Shuttle damals oder mit der Saturn, die waren viel teurer. Wenn man allerdings heute zu Elon Musk geht und ihn fragt, hör mal, wie teuer ist ein Schuss bei dir mit der Falcon 9? Dann wird er antworten, das kostet nur 60 Millionen Euro. Also nur halb so viel. Wie schafft der Kerl das, so günstig zu sein? Nun, er hat die gleichen Technologien wie alle anderen auch. Da gibt es keinen Unterschied. Wo allerdings der große Unterschied liegt, ist, er sagt nicht, ich baue für jede Stufe eine neue Technologie mit neuen Antrieben, sondern er sagt, überall dieselbe Technologie, überall dieselben Antriebe. Er baut also gleich hunderte von Antrieben, die hat er in der großen Halle liegen. Und dann sagt er, jetzt nehme ich mal 30 Stück für den nächsten Flug. Und damit produziert er natürlich konkurrenzlos günstig. Und dabei macht er sogar noch Gewinn. Es gibt also heutzutage einige kommerzielle Unternehmen, die nicht nur günstig sind, sondern dabei auch noch Gewinn machen. Und sowas nennt man New Space. Command and start, 2, 1. Blue Origin ist das New Space-Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Es will mit Weltraumtouristen das große Geld machen. Die Trägerrakete New Shepard, eine Eigenentwicklung, soll Passagiere 100 Kilometer hoch an die Grenze zum Weltall schießen. Hierbei kann die gesamte Rakete wiederverwendet werden. Während die Insassen in der Kapsel unterwegs sind, landet der untere, verbrauchte Teil automatisch im eigenen Weltraumbahnhof, um erneut benutzt zu werden. Space-Touristen kehren dann, nach einigen Minuten in der Schwerelosigkeit, in der Kapsel an Fallschirmen zur Erde zurück. Noch ist unklar, wann genau der reguläre Flugbetrieb aufgenommen wird. Oh, that was magic. Well, Jeff, what? Doch der Countdown für eine neue Generation an Antriebsstufen und Raumschiffen läuft. Saturn V und Shuttle, das war einmal. Der Weltraum ist für viele Unternehmen kein Prestigeobjekt wie früher für Machtblöcke oder Industrienationen, sondern ein gigantisches Geschäftsmodell. Immer mehr Nutzlast muss ins All. Sogenannte Superschwerlast-Trägerraketen wie die Big Falcon Rocket sollen bisher für unmöglich gehaltene Mengen an Material Richtung Mond und Mars wuchten. Bis zu 150 Tonnen müssen sie der Gravitation entreißen. So die ehrgeizigen Pläne der amerikanischen, russischen und chinesischen Entwickler. Nur so lassen sich im All effektiv neue Außenposten etablieren. Und ihre Triebwerke müssen zu 100% verlässlich funktionieren. Für die zukünftigen Flüge zum Mond und dann zum Mars brauchen wir ganz einfach neue Antriebe. Aber die werden nicht komplett neu sein. Sie werden auf den bisherigen klassischen chemischen Antrieben beruhen. Sie müssen nur einfach stärker sein und vor allen Dingen, sie brauchen einen neuen Treibstoff, nämlich Methan. Warum Methan? Nun, wir wollen auf dem Mond und auf dem Mars auftanken, um dann wieder zurückzufliegen. Sonst müssten wir ja den ganzen Treibstoff von der Erde mitbringen. Das wollen wir nicht. Aber um vor Ort, um aus dem Regolith Treibstoff zu gewinnen, das funktioniert am besten halt, wenn wir Methan draus machen. Und deswegen halt Methan.
Neue Antriebe also, die müssen wir vorher testen. Leider ist es nun so, dass es weltweit nur ein paar Testeinrichtungen für solche neuen Antriebe gibt. Lampoltshausen bei Stuttgart. Hier hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt seine Testbasis für künftige Raketenkraftpakete. Beim Institut für Raumfahrtantriebe entlocken 200 Mitarbeiter den Prototypen die letzten Reserven. Befeuert vom Kostendruck der internationalen Konkurrenz versuchen die Ingenieure, die Leistung und Effektivität der künftigen Motoren in immer neuen Versuchsreihen zu optimieren. Nur wenn die Stufen verlässlich arbeiten, kann später auch ihr Trägersystem ein Erfolg werden. Ariane 6 wird billiger. Der Preis ist ja zugesagt von der Industrie. Und Ariane 6 wird erheblich billiger. Das wird 40-50% billiger als das, was wir momentan haben. Also wenn Sie zuverlässig eine Rakete auf den Punkt fertig entwickeln wollen, greifen Sie in den meisten Dingen am besten auf Bewährtes zurück. Und trotzdem wird Ihr Endprodukt besser sein als das, was Sie vorher hatten. Weil es funktioniert überall im Motorenbau so. Bei Industriegasturbinen, Fluggasturbinen und wahrscheinlich den Automotoren genauso. Wobei da die Entwicklungszyklen ja sehr, sehr viel schneller sind. Sogar sehr viel kürzer sind die Raketenentwicklungszyklen der Studenten für Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität in München-Garching. Ihre Experimentalraketen gehen dafür aber auch nie in Produktion. In erster Linie müssen alle Einzelteile zusammenspielen, damit die Rakete fliegt. Meistens reicht schon aus, dass eine Komponente versagt und das gesamte Trägersystem fällt auseinander. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass vor allem in unserem Fall das Antriebssystem das Herz der Rakete ist. Und da ist auch am meisten Arbeit bei uns reingeflossen. Dabei kombinieren wir einen Feststoffantrieb mit einem Flüssigtriebwerk. Dadurch können wir die Komplexität etwas verringern. Allerdings arbeiten wir trotzdem schon seit 2013 an diesem Triebwerk und konnten es erst letztes Jahr erfolgreich testen. Man sieht daran ein bisschen, wie komplex diese Werkstücke sind, diese Antriebe. Ihr Labor an der TU München ist eine kleine, aber feine Raketenschmiede. Das jüngste Modell des Projekts Cryosphere soll bald bei Straubing aufsteigen. In 15 Sekunden wird es auf 30 Kilometer Höhe klettern, so die Berechnungen. Nach der getesteten Brennkammer tüfteln sie nun an den Tanks und der Struktur für die Flugversion. Der schönste am Raketenstart. In erster Hinsicht, dass die Rakete überhaupt fliegt, weil es ist keine Garantie, dass die Brennkammer auch funktionieren wird. Kann auch gut sein, dass sie am Boden explodiert, dann haben wir gar keinen Flug. Aber auch, dass sie wieder landet, dass der Fallschirm funktioniert und dass wir sie bergen können und die Videos auswerten können und zusammen anschauen können. Ein gut gelungener Raketenstart findet jeder aufregend. Attention, attention. In ihrem Berufsleben werden es die angehenden Ingenieure dann mit vermutlich 10- bis 100-fach stärkeren Antrieben zu tun haben. Chinas künftiges Flaggschiff Langer Marsch 9 soll 2030 zum ersten Mal abheben. Das Reich der Mitte wird damit dann einen Supersterntransporter haben. Peking will damit ganz vorn in der Besiedlung und Industrialisierung unseres Sonnensystems dabei sein. Größere Raumschiffe brauchen größere Raketen. Sojus 5 soll als neue Rakete dann das geplante russische Raumschiff Federasija ab 2024 ins All bringen. In Europas Raketenbahnhof im Dschungel von Französisch-Guayana entsteht derweil die neue Startrampe für die kommende Ariane 6. Dank der neuen Anlage sollen Raketenstarts so wenig Zeit und Geld wie möglich kosten. Spektakulärer ist da der Spaceport America von Virgin Galactic im US-Bundesstaat New Mexico. Bald sollen von hier aus Touristen im raketenähnlichen Flugzeug Spaceship Two zu einem kurzen Sprung ins All abheben. Seit SpaceX die erste private Flüssigtreibstoffrakete in den Orbit schoss, mischt die Falcon 9 mit ihrem extrem geringen Preis kräftig mit im Raumfahrtgeschäft. Ob Nachschubflüge zur Raumstation oder Satellitenstarts, SpaceX mit seiner Falcon 9 beherrscht immer wieder die Schlagzeilen.
Sogar zum Mars will SpaceX. Noch aber existieren alle Pläne für Außenposten im All lediglich als Animation. Umsetzbar werden diese Visionen nur mit Superraketen sein, die extrem viel Material beispielsweise zum Mond oder weiter transportieren können. Mit diesem Shuttle sind wir jahrzehntelang in den Weltraum geflogen. Und es wurde nur zu einem Zweck gebaut, nämlich möglichst viel Nutzlast in den erdnahen Orbit zu bringen, insbesondere zur Raumstation und wieder zurück. Und deswegen hieß es übrigens Shuttle, nämlich im Amerikanischen heißt Shuttle hin- und zurückbringen. Aber wir wollen über den erdnahen Orbit hinaus, wir wollen zum Mond. Und das kann der Shuttle nicht. Also weg damit. Wir brauchen neue Raketen. Schwerlastraketen, die nicht nur zum Mond fliegen, sondern dort sogar eine Station bauen. Eine sogenannte Lunar Orbit Plattform, so heißt das Ding. Und darüber hinaus, wir wollen sogar zum Mars. Und dazu brauchen wir eben diese ganz neuen Schwerlastraketen. Und wir brauchen neue Technologien, zum Beispiel für Habitate. Wir müssen ja dort auch leben und Lebenserhaltungssysteme. Aber das ist riskant. Denn diese Systeme sind bis heute nicht zuverlässig. Was treibt uns eigentlich zum Mars? Nun, wenn der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars setzen wird, auf einen anderen Planeten, dann ist das ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Und ich garantiere Ihnen, Milliarden von Menschen werden zuschauen. Es gibt allerdings noch einen wissenschaftlichen Grund, einen fast philosophischen Grund. Nämlich die Antwort auf die Frage: Sind wir allein im Universum? Der Mars könnte darauf eine Antwort geben. Denn wenn wir dorthin fliegen, nachgraben und wir würden außerirdisches Leben finden, und sei es nur kleinste Bakterien, dann wäre das der Beweis, dass Leben dort draußen irgendwo immer entstehen kann. Und wir wären mit Sicherheit nicht allein im Universum. Was haben wir denn bisher gemacht? Nun, wir sind eigentlich immer nur um die Erde geflogen. Wir haben viele Raumstationen gehabt. Seit Anfang der 70er Jahre. Da gab es die russische Sajut, Skylab, die amerikanische Raumstation. Danach kam die Mir-Station. Heute haben wir die Raumstation ISS und Tiangong. Gibt es da einen großen Unterschied? Nee. Und das war der Grund, warum wir jetzt zum Mars wollen. Noch aus Bunkern mit Fernrohren verfolgten die Raumfahrtpioniere die unwägbaren Starts in die Umlaufbahn. Mit der US-amerikanischen Weltraumstation Skylab gingen die USA nach ihren Mondflügen an die Erforschung von Langzeitaufenthalten im All. 9 US-Astronauten sammelten nach und nach in der Orbitalbasis Erfahrungen über ein Leben auf Zeit fernab der Erde. Trotz etlicher Probleme blieb die Station bewohnbar. Zum ersten Mal war es über einen längeren Zeitraum möglich, die Sonne außerhalb der Erdatmosphäre durch ein Fenster zu beobachten. Die russische Mir war Ende des 20. Jahrhunderts dann die erste auf einen dauerhaften und wissenschaftlichen Betrieb ausgelegte Raumstation mit verhältnismäßig viel Platz und einer Dusche. Ein Versorgungsschiff rammte die Station. Es brannte. Die Orbitalstation bewies, der Aufenthalt im All ist voller Unwägbarkeiten. China ging Anfang des Jahrhunderts seinen eigenen Weg mit sogenannten Taikonauten. Die Fernsehbilder aus der Raumstation Tiangong 1, übersetzt Himmelspalast, zeigten, dass man technologisch mit der Konkurrenz gleichgezogen und bewiesen hatte, auch das Reich der Mitte mischt unübersehbar mit bei der Eroberung des Weltraums. Tiangong 2 folgte inzwischen auf Tiangong 1, die 2018 kontrolliert abstürzte und verglühte. Seit dem Jahr 2000 leben hier ständig Menschen. Die ISS, die Internationale Raumstation, ist der bekannteste Außenposten der Menschheit. Für die Wissenschaft leistet das Wohnlabor 400 Kilometer über der Erde seither unschätzbare Dienste. Die Forschung weiß nun besser denn je, wie mühselig und riskant ein Leben außerhalb unserer Erde ist. Ob die ISS in wenigen Jahren wirklich außer Dienst gestellt und verglühen wird, ist offen. Der 100 Milliarden Euro teure Modulkomplex könnte noch bis weit in die 20er Jahre gebraucht werden.
Gleichzeitig gibt es Pläne, in einer niedrigen Umlaufbahn ein Weltraumhotel zu betreiben. Für 4 zahlende Touristen. Gebaut werden soll die Sternenherberge in Houston. 2022 soll es die ersten Gäste aufnehmen. 12 Tage Vollpension ohne Schwerkraft. Mit An- und Abreise für 10 Millionen Dollar. Ein schwereloser Urlaub. Schwerelosigkeit ist nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zwar sehr schön, denn man braucht seinen Körper nicht mehr tragen, aber langfristig macht sie Probleme. Das beginnt mit der Körpertemperatur. Sie steigt nämlich so etwa um 1 bis 1,5 Grad. Und entsprechend muss die Raumtemperatur in der Raumstation angehoben werden. Aber das ist ja noch das kleinste Problem. Das größte Problem ist der Abbau der Knochen- und Muskelsubstanz. Die sieht man sofort im Urin. Nämlich man sieht Calcium, Kalk und eben Proteine. Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir diesen Muskelschwund haben und den Knochenschwund. Und dagegen muss man was tun. Die NASA fordert von jedem Astronauten, dass er pro Tag mindestens 2,5 Stunden radelt. Was übrigens die Astronauten äußerst ungern machen, ist nämlich ziemlich anstrengend. Also wie auch immer, es muss geradelt werden. Jeder Mensch im Weltraum hat allerdings individuelle Unterschiede. Das heißt also, der eine baut mehr, der andere weniger Knochen- und Muskelmasse ab. Was ist denn nun der Normalwert? Nun, dazu bräuchte man eine Referenz, also einen Vergleich auf dem Boden. Und da bot sich vor kurzem ein Zwillingspaar an. Es gibt nämlich ein Astronauten-Zwillingspaar, Scott und Mark Kelly. Der eine flog in den Weltraum, dann aber gleich ein ganzes Jahr, während sein Bruder auf dem Boden blieb. Und dann konnte man direkt sehen, um wie viel die Knochen- und Muskelmasse schwindet. Scott Kelly ist mit 520 Tagen im All einer der erfahrensten Astronauten aller Zeiten. 2015 war er knapp ein Jahr im All. Sein letzter Einsatz auf der ISS dauerte 340 Tage. Im Gegensatz zu seinem Bruder Mark, der auf der Erde geblieben war, machten die Wissenschaftler nach seinem letzten Aufenthalt im Orbit eine erstaunliche Entdeckung. 7% seines Genmaterials waren im Vergleich zu seinem identischen Zwillingsbruder verändert. Die Veränderung der Genaktivität sei vergleichbar mit der, die bei Menschen unter Stress entstehe, etwa bei Bergsteigern, so die NASA. Und nicht nur das. Scott Kelly hatte weniger Muskeln, war aber um 4 cm gewachsen. Die Schwerelosigkeit war schuld. Scotts Erkenntnis: Man muss die Ausdauer beibehalten, die nötig ist, um eine einjährige Mission mit derselben Energie und demselben Enthusiasmus, die man am Anfang hatte, bis zum Schluss durchzuziehen. Nach seiner Rückkehr plagten Kelly irdische Probleme. 3 Monate später schmerzten noch immer seine Beine und Füße. Sein Fazit: Es ist einfacher, sich an ein Leben im All zu gewöhnen, als danach wieder an ein Leben auf der Erde. Der NASA-Roboter Valkyrie braucht sich über veränderte Erbsubstanz oder verkümmerte Muskeln keine Sorgen zu machen. Die Maschine auf 2 Beinen ist für Planeteneinsätze gedacht. Auch als Assistenzroboter für menschliche Teams auf dem Mars oder Mond könnte er nützlich sein. Dank Batterieversorgung arbeitet der 130 Kilo schwere Elektrodiener 1 Stunde autonom. Außerdem benötigt der Roboter keinen Sauerstoff. Auch dieses Mars-Auto wartet bei der NASA in Houston auf seine erste außerirdische Mission. Volker Schmidt, Raumfahrtmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ist überzeugt, dass es ohne Hilfsmaschinen bei der Eroberung des Alls nicht gehen wird. Das ist praktisch die Zukunft, die nach der Raumstation entweder in Richtung Mond oder in Richtung Mars oder in Richtung der sogenannten Near-Earth-Objects, Asteroiden, gehen kann, wo man auf dem Asteroiden abgesetzt werden kann oder auch, wenn die Gravitation mehr ist, wo man fahren kann. Und da können die Astronauten dann sich bewegen auf der Oberfläche, können aussteigen, Proben nehmen, wieder einsteigen und praktisch abheben zum Mutterschiff zurück oder zur Basis zurück. Manche Leute sagen ja, müssen wir denn unbedingt bemannt zum Mond oder zum Mars fliegen? Können wir das nicht nur robotisch machen?
Nun schicken Sie mal einen Roboter zum Mond und wenn er zurückkommt, fragen Sie ihn, sag mal, wie war es denn da oben? Was für Gefühle hattest du, als du auf die Erde zurückschautest? Kann das ein Roboter? Nee, das kann nur ein Mensch. Der Astronaut als Mensch ist Botschafter der Menschheit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch den Pioniergeist. Also wir wollen erobern. Wir flogen zum Mond und erst als wir da waren, hatten wir den Mond erobert. Nicht die unbemannten Missionen davor. Und genau das ist die Idee von Elon Musk. Er will der Pionier für den Mars sein. Die ersten Menschen, die erste Kolonie auf dem Mars erstellen. Die Falcon Heavy von SpaceX. Die Vision wurde im Frühjahr 2018 Realität. Bei ihrem Start zündeten gleich 27 Triebwerke. Es ist die stärkste Rakete der Welt. Nach ihrer Verwendung kehrten die Booster zurück zum Startplatz. Die Konstruktion soll unbemannt bis zum Mars fliegen. Susanna Randall, Astrophysikerin und Astronautenkandidatin, verfolgt das Vorhaben genau. Elon Musk hat ja ganz klar gesagt, sein Ziel ist der Mars. Im Moment baut SpaceX an der Big Falcon Rocket. Das ist eine riesige, große Rakete, die dann die Kapazität haben soll, zum Mars zu kommen. Und natürlich sind die Erfahrungen jetzt mit der Crew Dragon und mit der ISS sehr wichtig, um letztendlich den roten Planeten in Angriff zu nehmen. Bevor SpaceX wirklich Menschen zum Mars bringen kann, soll bei der Mission Red Dragon eine unbemannte Kapsel des Typs Dragon 2 mit einer Falcon Heavy zum roten Planeten starten und dort landen. Dann folgen Typen der künftigen Baureihe BFR, Big Falcon Rocket. Sie wird doppelt so stark sein wie die legendäre Saturn V der Apollo-Missionen. Also natürlich sind die Kapseln, die ich jetzt gesehen habe, für die kurze Reise zur ISS ausgelegt. Also ich kann sagen, dort würde ich keine 6 bis 9 Monate verbringen wollen, die es ja braucht, um zum Mars zu kommen. Aber sicherlich die Technologie ist soweit. Wir müssen sehr viel Forschung noch betreiben, inwieweit der menschliche Körper auch diese lange Reise zum Mars überhaupt überstehen kann. Und das tun wir im Moment auf der ISS. Deswegen ist die ISS sozusagen der Stepping Stone zum Mars. Ab 2022 soll eine Big Falcon Rocket zum ersten Mal Fracht auf dem Mars absetzen. 2 Jahre später will dann SpaceX die ersten künftigen Marsianer in eine neue Welt schicken. Für Fachleute ist überhaupt keine Frage, dass Elon Musk zum Mars fliegen wird. Denn er hat das richtige Konzept und ist einer der wenigen, die auch das Geld dafür auftreiben kann. Vielleicht wird er nicht alleine fliegen, sondern er wird wahrscheinlich mit der NASA fliegen. Aber was soll's? Die hat wenigstens eine Menge Erfahrung. Die einzige Frage, die bleibt, wann wird er denn eigentlich fliegen? Nun, dazu muss man wissen, man kann eigentlich nicht täglich zum Mars fliegen, sondern der Treibstoffverbrauch halbiert sich alle 15 Jahre. Das nächste Mal, wo das möglich ist, ist im Jahre 2033 und dann erst wieder im Jahre 2048. So, und jetzt können wir kurz überlegen. Wir müssen vorher zum Mond, weil wir dort erstmal nachweisen müssen, dass die ganzen Technologien funktionieren. Das braucht ungefähr 10, 15 Jahre. Also das heißt, Sie könnten es gerade schaffen, im Jahre 2033 zum Mars zu fliegen. Und wenn Sie es bis dahin nicht schaffen, brauchen Sie bis zum Jahre 2048. Wie alt werden dann die Astronauten sein? Nun, typisches Alter für gute, erfahrene Astronauten ist 50 Jahre. Also meine Vermutung ist, die werden 50 Jahre sein. Umgerechnet auf den heutigen Tag bedeutet das, diese Astronauten, die zum ersten Mal den Fuß auf den Mars setzen, sind heute entweder 30 Jahre oder 35 Jahre alt oder 20. Wie auch immer. Der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mars setzt, lebt heute bereits unter uns. Wenn sich dem Mars statt Sonden Menschen nähern und ihn mit eigenen Augen erkunden, werden die größten technischen Anstrengungen der Menschheit benötigt, um dieses Abenteuer Wirklichkeit werden zu lassen. Die monumentalen Starts der Space Shuttles werden dann geradezu harmlos erscheinen, wenn die Menschen die neuen ehrgeizigen Ziele
fernab der Umlaufbahn ansteuern. Die Raumschiffe müssen extrem viel Schub entwickeln, um ihre enorme Tonnage der irdischen Schwerkraft zu entreißen. Fest steht schon jetzt, mit dem Aufbruch zum Mars beginnt eine völlig neue Ära der Raketentechnologie. Der Mars ist einfach eine ganz andere Herausforderung. Also zum Mond kann man sozusagen in Sommerferien fliegen. Eine Woche hin und zurück schafft man. Ja. Das haben die ja damals auch gemacht. Die sind nur wenige Stunden auf dem Mond geblieben. Und man kann im Nachhinein auch nur sagen, gut so, dass sie es so gemacht haben. Denn die ganze Strahlenbelastung und so weiter, das wurde damals total unterschätzt. Zum Mars zu fliegen und zurück, das dauert mit heutiger Technologie etwa 2 Jahre. Weil wir auch nicht direkt zurückfliegen können. Mars und Erde haben eine andere Umlaufzeit um die Sonne. Und deshalb brauchen sie eine Reisezeit von 2 Jahren. Und das ist schon mal eine andere Größenordnung. Hinzu kommt die Frage, wenn sie auf dem Mars landen, dann wollen sie auch wieder weg. Das heißt, sie brauchen eine echte Rakete, um vom Mars wieder wegzufliegen, weil er etwa 40% der Anziehungskraft der Erde hat. Der Mond hat nur 16%. Das ist vergleichsweise einfach. Also der Mars ist eine andere Hausnummer. Knapp 60 Millionen Kilometer weit entfernt befindet sich das neue Ziel der bemannten Raumfahrt. Temperaturen von minus 150 Grad Celsius bis zu plus 20 Grad machen Flüge zum erdähnlichen Planeten zu einer besonderen Herausforderung. Eine Besiedlung ist möglich. Doch gefährlicher noch als seine dünne Atmosphäre und sein Klima ist es bisher gewesen, überhaupt auf ihm mit Erkundungsrobotern sicher zu landen. Dennoch, die künftigen Marsfahrer wird das nicht abschrecken. Sie wollen den irdischen Außenposten besiedeln, auch wenn das Risiko enorm ist. Wird die bemannte Raumfahrt am Mars enden? Nun, das wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass jeder Flug darüber hinaus wesentlich teurer kommen würde. Und deswegen konzentrieren sich die Ideen bereits jetzt schon darauf, wie wir die Technologien in der Raumfahrt verbessern können. Zum Beispiel mit neuen elektrischen Antrieben. Daran wird bereits gebaut. Oder zum Beispiel Nutzanwendungen. Also wie können wir Raumfahrttechnik auf der Erde anwenden? Und da hatte der Elon Musk eine gute Idee. Er will nämlich San Francisco mit einer superschnellen Bahn mit Los Angeles verbinden, dem sogenannten Hyperloop. Und daran arbeiten weltweit viele Studentengruppen. Und ganz vorne dabei ist eine deutsche Gruppe. Sehen so die Fortbewegungsgerätschaften der Zukunft aus? Ein Drittel Rakete, ein Drittel Zug, ein Drittel Flugzeug? In luftleeren Röhren sollen sie fast mit Schallgeschwindigkeit, ohne Luftwiderstand, dank Vakuum extrem schnell dahinsausen und so das Transportsystem revolutionieren. Hyperloop klingt simpel, doch die Realisierung stellt an die Forscher ganz neue Herausforderungen. Um möglichst alle guten Ideen einzufangen, gibt es spezielle Wettbewerbe in den USA. Und da sind die Münchner Studenten der Technischen Universität immer ganz vorne mit dabei. Ihre Bob-ähnlichen Konstruktionen aus Titan und Carbon sind pfeilschnell. 39 künftige Physiker und Maschinenbauer tüfteln an dem perfekten Antrieb und dem optimalen Design für das neue emissionsarme Massentransportmittel Hyperloop. Ja, es ist eigentlich eine Kombination von, also eher nicht eine Rakete, eher wirklich ein Fahrzeug. Er fährt auf Räder und fährt komplett elektrisch. Ist eigentlich ein optimiertes E-Fahrzeug. Momentan Ziel des ganzen Hyperloop ist eigentlich, jede Menge Technologien von anderen Transportmitteln einzubauen und neu zu kombinieren. Und wir zum Beispiel haben uns zum Beispiel in dieser Anfangsphase sehr stark zum Beispiel von E-Fahrzeugen inspirieren lassen. Ihr siegreiches Modell, POD genannt, brachte es in Los Angeles auf 475 Stundenkilometer. Keine andere Entwicklung war besser. Die Mühen haben sich gelohnt, auch wenn es in ihrem Labor ohne Improvisieren nicht geht. Wer weiß, vielleicht bauen sie in wenigen Jahren statt an Modellen am echten Hyperloop Röhrenexpress mit. Mit ihren Erfolgen und ihrer Erfahrung hätten sie das Zeug dazu. Für ihre Leistungen in der Hyperloop-Röhre erhielten die Münchner Superbastler zusätzlich einen Innovationspreis. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Aufbruchstimmung liegt in der Luft, hin zu ganz neuen Zielen. Wir brauchen neue Raketen, Schwerlastraketen, die uns zum Mond bringen. Dort werden wir wahrscheinlich in den 20er Jahren sein. Und dort werden wir eine neue Raumstation bauen.
Und dann geht es weiter in den 30er, vielleicht 40er Jahren zum Mars, um dort den ersten Fuß hinzusetzen. Und insgesamt, wir werden wieder in die Tiefen des Weltraums vorstoßen. Aber das wird nicht die NASA allein machen. Nein, es werden Studentengruppen dabei sein, es werden Raumfahrtunternehmen dabei sein, überhaupt die ganze Welt, alle Raumfahrtnationen werden mitmachen. Ein halbes Jahr wird der Flug dauern, um den Mars zu erreichen. Dann folgt die gefährliche Landung auf einem sehr stürmischen Himmelskörper mit gigantischen Bergen. Das anspruchsvollste je entwickelte Fluggerät wird nötig sein, damit hier einmal Menschen aussteigen können. Und wenn man noch weiter wegfliegen will? Ein optimales Raumschiff müsste natürlich mehrere Bedingungen erfüllen. Das erste, es muss strahlungssicher sein. Das ist ein einfacher Punkt. Das zweite ist, es müsste die Gelegenheit haben, Gravitation zu simulieren. Entweder durch Zentrifugen oder wie auch immer wir das in der Zukunft machen können. Und dann müsste es einen Antrieb haben, der sehr viel besser, sehr viel schneller ist als das, was wir heute haben, um dann eben auch weitere Ziele zu erreichen. Also insofern, das sind so die Randbedingungen, die man für ein solches Raumschiff haben müsste. Noch schöner wäre natürlich, wenn man interstellar reisen könnte durch Wurmlöcher. Aber das ist bisher ja außer in der Science Fiction noch nicht so richtig bewiesen worden. Für den Raketenpionier Musk ist klar, dass in nur wenigen Jahren zigtausende Menschen zum Mars reisen werden. Der Aufbruch zu unserem roten Nachbarn sei ein großartiges Abenteuer. Für den SpaceX-Gründer wie für viele andere Astronauten, Raumfahrtingenieure und Techniker ist es keine Frage. Wir werden Ziele im All erreichen und Vorhaben umsetzen, die sich vor einem halben Jahrhundert niemand hätte vorstellen können. Standing by to go to the